Moin Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute spielen wir das Spiel The Walking Dead Saints and Sinners, einem Horror-VR-Spiel. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, dann haben wir herzlich willkommen zurück. Und da kann ich mir erstmal ein. Die Anzahl der Toten hat zugenommen. Weißt du, die können jetzt direkt vor der Tür laufen? Ich bin auf jeden Fall gewappnet. Wartet. Nein, nicht den. Ja, nehme ich das. Also, ja. Scheint mir nicht so, als wäre hier Gesellschaft gekommen. Ich muss auf jeden Fall jetzt da lang. Ich kann aber noch mal gucken, ob ich hier hinten irgendwas vergessen habe. Und natürlich passe ich auf. So. Die Tür hier kann ich doch bestimmt öffnen. Na? Gerade die kann ich nicht öffnen. Die einzige Tür, die ich öffnen will. Ja, dann renne ich mal wieder zurück. Es hieß gerade eben, die Anzahl der Untoten hat sich erhöht. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet, aber ich werde es wahrscheinlich noch rausfinden. Wo kommt das denn her? Nahrung. Ich weiß jetzt nicht, ob das die beste Idee war. Aber wir werden es ja noch rausfinden, ne Leute? Wie verhält sich das jetzt eigentlich mit diesen Stationen? Ich weiß nicht, wie die funktionieren. Ich bin ja immer noch recht neu in dem Spiel. Ich nehme diese Folge gerade direkt nach der ersten auf. Ich will mal kurz gucken. Okay, Aufnahme läuft anständig. Ich habe das Stück Glas gerade weggeworfen. Wo habe ich es hingeworfen? Da hinten. Ich gehe natürlich vorsichtig vor. Jetzt gerade bin ich mit dem Telefon hier. Dafür kann ich nichts. Aber wir müssen jetzt kurz leben, weil während VR kann ich nicht ans Telefon gehen, andere Aufnahmen gern. Eigentlich sind auch andere Leute im Haus, ich frage mich, warum die nicht ans Telefon gehen. Ja, bei Zombie-Spielen bin ich generell so ein Vorsichtiger. Ich fände es übrigens geil, dass ich mich einfach fast an allem festhalten kann. Oh, was haben wir hier? Nein, nicht das. Ach, auch nicht das. Ja, genau das. Das lege ich mal ein bisschen weiter weg. Kann ich mir das ein bisschen genauer ansehen? Oh, verwertbares Material. Oh, da ist offenbar was drin. Habe ich mal verstaut. Also klar, in dem kleinen Kasten kann natürlich nur was drin sein. Ich kann reisen. Nehme ich das ganze Zeug da hinten mit? Wo bin ich denn überhaupt gerade da, oder? Also,
Muss ich jetzt... Habe ich jetzt einen Fehler gemacht, weil ich das Ding weggeworfen habe? Ich habe das Ding weggeworfen. Sag nicht, ich muss für jede Reise mich auf ein Boot setzen. Wartet, ich verwerte erstmal das, was ich verwerten kann. Ich renn mir einen ab. So, dann gucken wir doch mal. Warte mal, das kann ich doch bestimmt noch alles hier reinlegen. Wie zum Beispiel diese Puppen. Ja, ich kann die hier drin reinlegen. Die Materialkiste erstmal nicht. Ich weiß nicht, wofür die gut sind. Warte mal, da steht dabei. Spezial. Und natürlich nehme ich jetzt die Materialkiste, die ich gerade eben gefunden habe. Und habe richtig viel Zeug. Diese Puppen, die kann man nicht verwerten, aber die sind bestimmt für irgendwas gut. Ich nehme sogar eine mal sicherheitshalber mit. Ich habe die wieder hinter mich geworfen, oder? Wieso werfe ich die eigentlich immer hinter mich? So, jetzt aber. Und ich habe auch gesehen, ich kann bei mir in die Rezepte auch so reingucken. Also ob ich die gerade beisammen habe. Wie ihr aber sehen könnt, habe ich natürlich nichts. Das scheint die Karte zu sein von dem Ort, wo ich gerade bin. Verpiss dich, Motte. Notizen. Steht auf, wie lange ich überlebt habe bisher. Okay. Ich muss zur Untiefe. So. Ich muss ein blaues Mikrofon finden. Ich soll die Batterie einbauen, die er im Bus gelassen hat. Toll, die habe ich irgendwo hingeschmissen. Hat hier auch noch eine Antenne gelassen? Wo hat er denn eine Antenne gelassen? Henry, verarschst du mich? Ich krieche jetzt schon lang. Also klar, ich hätte die Batterie offensichtlich hier reinstecken sollen. Den Teil habe ich verkackt. Ich hoffe, ich muss das Spiel jetzt nicht deswegen neu starten. Ein Moment. Nur sicherheitshalber starte ich hier jetzt einmal kurz neu. So Leute, ich habe jetzt nochmal einen alten Spielstand geladen, damit ich das ganze Zeug nochmal neu habe. Ich habe schon die ganzen Dinge eingesammelt. That's the next step. Natürlich habe ich auch, so gut es geht, die Puppen wieder alle eingesammelt. Ich weiß immer noch nicht, wofür die gut sind, aber wir werden es ja immer noch rausfinden. Keine Sorge, auch die eine Kiste habe ich wieder eingesammelt. Shot at finding a microphone for the radio. Power is covered with the bus battery. Just got connected. Antenna 2. Got encryption covered. Can't afford any eavesdroppers. Haven't slept in 3 days. Und dadurch haben wir jetzt halt die Batterie wieder. Die ist offenbar sehr wichtig und ich hatte es irgendwie gerade eben verpennt. Ich weiß nicht, wo die auf einmal hin war. Nur deswegen habe ich jetzt neu geladen. Und damit ich es nicht wieder verpenne, ich halte jetzt in der Hand. Geh da hin. Und drin ist sie. I'd even be willing to split 40-60. If they make all this easier, they show. Und ich habe angeblich auch die Antenne gerade eben ins Inventar gesteckt. So. Und jetzt ist das Funkgerät wieder funktionstüchtig.
Wir sind jetzt übrigens wieder beim ersten Tag, weil ich es verpennt hatte. Okay, da wird mir angezeigt, wie gut das Signal ist. Okay, maximal. Gucken wir mal, ob wir einen Sender finden. Komm, ich will den Nightcore Channel. Ich weiß nicht, wie sehr das mir jetzt helfen wird. Ich drehe gerade einmal komplett rum in der Hoffnung, dass irgendwas passiert. Und diesmal habe ich im Übrigen den Bogen ganz gelassen. Also ich habe jetzt nicht nochmal neu geschossen. Also auch nochmal was Positives. Das werde ich aber in Zukunft nicht nochmal so wiederholen. Oder kriege ich hier überhaupt einen Sender rein? Oder muss ich es da echt dem Zufall überlassen, was da passiert? Hallo? Hallo? Ist da wer? Huhu! Dum-di-da-di-d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 um-di-
Ich hoffe, ich treffe auf keine Menschen. Warum muss es hier eigentlich so nebelig sein? Und hier seht ihr, ich habe meinen Bogen wieder. Den habe ich für den Fall der Fälle, dass ich ihn brauche. Schreibt mir übrigens unten in die Kommentare, wofür diese Puppen da sind. Da ist ein Mensch. Wenn ein Mensch ist, ist er bestimmt kein Viech. Hier liegt so viel Zeug auf dem Boden. Kann ich die Bücher auch irgendwie lesen? Nein. Aber ich kann sie verwerten. Oh, Schafe. Holz? Zu was kann ich dich bloß verwerten? Oh, wartet. Please, I need your help. Ich brauche mal Feuer. Over here. Be careful. There's walkers around. Wirklich? Ach nein. Nein, Leute, ich bin eigentlich nicht drauf, aber hier kann ich es ja mal machen. Please. Kann ich sie mir an dem Feuer da anzünden? I have no one else to turn to. I have no one else to turn to. Willst du auch eine? Over here. Be careful. Weiß nicht, wie ich sie anmache. There's workers around. Hier. Don't do that. Okay, du willst keinen Abverstanden. My husband. He's turned. He begged me not to let it happen. But I just couldn't pull the trigger. He was all I had left. But I failed him. I'm so ashamed. Klar. Ich sehe nicht schon meinen Job. Nein, ich wollte ihn. Okay, ich steck sie ja wieder weg. Nein, jetzt wo ich mir den ganzen. But I just couldn't pull the trigger. He was all I had left. But I failed him. I'm so ashamed. Would you be willing to help me out? I just can't bring myself to do it. I need someone else to end this nightmare. Ich werde helfen. I will put him to rest. You will? Thank you. That is so kind. Nimm diesen Schlüssel. Take this key. The lock room in your room. Second floor of the Blue Mansion. Just up the street. Okay. I noticed your watch. Looks like you've got the alarm in sync with the chiming bells that rile up the walkers every day. Smart. You don't want to be caught out in the open when this place is overrun by the dead. Wofür ist sie denn? And one last request. Ja. Ruben's wedding band. If you could retrieve it, it would mean so much to me. Ich versuche ihn mitzubringen. Carry one small token with me. From my children. I have nothing. They're just gone. Es ist traurig. I never even got to say goodbye. Okay, ich werde versuchen, dir was mitzubringen. Hier, nimm. Hey, that's not okay. Okay. Jetzt habe ich die wieder hinter mich geworfen. Ach, warte mal, das geht doch auch schlauer. So, jetzt einmal die Zigarre und nehmen. Die kann ich doch bestimmt wieder da reinstecken. Nein. Aber ich behalte mal. So. Ich merke mir, in der Gegenwart von anderen Menschen hole ich nicht das Messer raus oder eine andere Waffe, weil die sich direkt bedroht fühlen. Ich will das Brett nehmen. Irgendwie wird man die wahrscheinlich anzünden können. So, dann marschieren wir mal weiter. Ich denke mal, jetzt kann ich das Scheißding nehmen. Ist hier hinten irgendwas, was interessant sein könnte? Nein.
Jawohl. Die hebe ich mir mal auf. Wer weiß, ich werde sie bestimmt noch brauchen. Ich frage mich, ob sich der Loot hier random verteilt. Also, ob ich wirklich halt so random den Loot kriege. Dass ich nie voraussagen kann, was ich kriege. Ich guck mich hier um. Ich sag nie, hätte ich einfach die Eisenstange da zum Beispiel genommen und dem Nächstbesten in die Fresse geschlagen. In einer Villa muss ich gucken. Wahrscheinlich da hinten. Oh, noch mehr. Da um die Ecke herum könnte einer sein. Dann gehe ich dich mal von deinem Leiter lösen, wer auch immer da hinten um die Ecke herum gammelt. Kaputter Revolver. Komm her, ich hab was für dich. Tja, damit hast du nicht gerechnet, ne? Also das finde ich praktisch, dass man die hören kann. Hallo? Ist einer dran? Offenbar nicht. Du bist der Nächste, keine Sorge. Ich werde versuchen sogar zu werfen. Oh, ich sehe meinen nächsten Spaß. Was haben wir denn hier? Ein Löffel. Kann ich? Nein, ich kann sie nicht abwenden. Ich wollte eigentlich werfen, du Drecksack. Kann ich dich mitnehmen? Nein, aber ich kann bestimmt mit dir Lärm machen. Niemand sind. Das wird so ein Selbstmordakt. Jetzt will ich mal kurz gucken, stackt sich das? Nein. Ich muss also gucken, was ich mitnehme. Das hier habe ich mal dabei, für den Fall der Fälle. Vielleicht brauche ich es noch. Ich halte mich an einen Tipp, den ich bekommen habe. Fuck! Ich habe mein Messer aus Versehen in ihn reingeworfen. Also jetzt nicht in den Kopf, sondern wirklich unten rein. Ich finde echt viele Zigaretten. Hab genügend. Nein, ich hab nie genügend. Hab ich dich angelockt? Ich wollte ausprobieren, ob ich das Propangas-Teil vernichten kann. Och, jetzt muss ich jede Patrone einzeln reinstecken. Okay, ich merke mir den Gast, den kann ich nur zum Schlagen benutzen. Oh, da steht was.
Maybe Noir is a traitor. Maybe Noir is a liar and a thief. She will say hier ist es recht hell gerade. To further her own selfish agenda. Do not be fooled. She will not help you. She will Ich würde so feiern, könnte ich den Viechern einfach den Mittelfinger zeigen. Ja, ungefähr so. Own flesh and blood. Yet she did not hesitate to betray me. She tried ich hab dich bemerkt. Dearest and most loyal friends against me. No bounds. She is desperate. Hat er mich gebissen? I will do the same to you. Do not be fooled. Bastard! Is a menace. Doppelt hält besser. Shunned. If you assist her in any way, you will leave us no choice. But to consider you an enemy halt mal die Klappe. Tower. We do not wish this. Do not force our hand. The tower will always ich weiß nicht, wie lange die noch hält. Mama. Vor allen Dingen weiß ich gar nicht, ob ich gerade durch. Lauf, warte mal, ich hab doch. Da muss ich hin. Dann gehe ich jetzt erstmal da gucken. Wer weiß, was wir finden. Auf jeden Fall noch ein Schwachmaten. Oh, zwei davon. Oh, prima. Und einer hat mich bemerkt. Na gut, kommt lieber einzeln. Seid ihr einzeln? Das war knapp. Boah, ich muss hier echt aufpassen bei dem Game. Kopfhörer nochmal neu rein. Es ist wichtig, dass er drin ist. Wenn ich den nicht höre, bin ich am Arsch. Oh! Oh, lecker! Oh. Ich dachte jetzt kurz, da wäre ein Viech. Okay, ich habe mich nicht ganz verhört. Hallo! Na du? Du wolltest mich erschrecken, ne? Hm? Weg! Oh, hier ist mein Löffel! Ich muss echt aufpassen mit den Geräuschen. War wahrscheinlich schon wieder viel zu laut. Ich hoffe, dass die übrigens nicht respawnen. Dann habe ich ein richtiges Problem. Weil irgendwann wird ja meine Waffe kaputt gehen. Das sind nochmal zwei. Hallo, ich hab dich doch in den Kopf gestochen! Okay, das ist langsam kaputt. Ein Moment. Wo habe ich meine... Ah, da. Obwohl, ich glaube, ich habe noch nicht so viel Schaden erlitten. Ich glaube, die respawnen echt. Na? Irgendwann krieg ich den Kopf durch. Okay, das funktioniert so nicht. Ich brauche ein neues Messer.
Ich dachte, ich könnte die damit erschlagen, aber das klappt leider nicht. Hab's verstaut. Ich nehme alles mit, was ich mitnehmen kann. Ich glaube, ich sollte jetzt wirklich lieber wieder zurückgehen. Weil ich kein Messer habe, bin ich am Arsch. Obwohl, ich habe noch ein Küchenmesser. Da! Hi! Ich habe gerade deine Frau umgebracht, willst du auch? Natürlich willst du. So. Oh, Cola. Ich höre auch wieder die Schwachmaten irgendwo. Oder soll ich denen eigentlich einen speziellen Namen geben, Leute? Kommt, Leute, ich gebe euch jetzt eine Aufgabe. Ihr sucht in den Kommentaren. Ich glaube nicht, dass das gut für mich ist. Einen Spitznamen für die. Also zum Beispiel Beißer, Runner oder sonst was in der Art. Das würde mich sehr freuen. Ihr dürft das erstmals bestimmen. Da muss ich rein. Ich hoffe, hier ist nichts. Dich töte ich erst. Du bemerkst mich nicht, du bemerkst mich nicht, du bemerkst mich nicht. Sag ich doch, du bemerkst mich nicht. Gemüsesuppe. Max Ausdauer. Aber da würde ich viel verlieren. Ich hab's mal verstaut, dann kann ich wenigstens verwerten. Oh, eine Tastatur. Ist doch bestimmt wertvoll. Soll ich da jetzt wirklich reinklettern? Ihr sagt nicht, dass ich klettern muss. Oh nein! Kletterer! Bloß nicht nach unten gucken, Junge! Okay, ich bin drin. Es kann nur gut enden. Ich hatte gesehen, dass ein Viech reingerannt ist. Ein Vorhängeschloss. Kann ich das? Schade. Ich achte einfach auf die Geräusche. Oh, Schrotflintenmunition. Ach, immer noch keiner dran. Eine Uhr. Munition. Ich kann sogar die Schubladen öffnen. Das gefällt mir.
Streichhölzer. Ah, endlich kann ich die Zigarettendose machen. Wenn ich hier fertig bin. Ach, wartet. Okay, ich kann mir keine rausnehmen. Nein, den wollte ich nicht. Den wollte ich. Ich habe ein volles Inventar, Leute. Boah, habe ich viel Scrap hinterher. Hinter jeder Tür kann was lauern. Ich will. Ein Feuerzeug. Oh, jetzt ist der Moment gekommen, Leute. Leute, der Moment ist endlich gekommen. So, Leute, endlich. Darauf musste ich mir einqualmen. Komm, das nehme ich mir auf jeden Fall mit. Das könnte nützlich sein. Wieso nimmt er immer das scheiß Buch? So Leute, ich habe eh ein volles Inventar. Wartet. Nur um wirklich Interessenten nach draußen wieder zu locken. Da auf jeden Fall ducken. Ich kann mir mein Küchenmesser ein bisschen aufsparen, weil da ist eine Flasche. Sind das Medikamente? Das ist Klebstoff. Kann ich das bestimmt auch gebrauchen. Alter, mich macht jedes Geräusch gerade kirre. Ich höre ein Viech. Die heilige Schriften. Ein Headset. Nehme ich mit. Ich muss noch dieses blaue Mikrofon finden. So, Leute, was verbirgt sich hinter Tür Nummer 1? Ein Zombie! Zwei Zombies! Wo ist Nummer 3? Komm, jetzt bitte nur einen triggern. Die Axt ist gut. Natürlich gucke ich, ob hier noch einer ist. Was sich sogar so anhört. Ja. Warte mal, kann ich den? Boah, daneben.
Ich wollte ausprobieren, ob ich dich wieder runterschubsen kann. Ja genau, guck mich an. Hier bin ich. Ne? Hä? Was willst du? Ja, wenn du stuck bist, bleib stuck. Ach komm, ich erlöse dich. Besser, ich hab dich tot als lebendig. Irgendwas hat Geräusche von sich gegeben. Oh. Das ist ein kleiner Roboter. Ist das? Jawohl. Hallo. Oh, dich könnte ich vielleicht sogar brauchen. Aber ich will jetzt nichts aus der Hand legen. Okay. Tot. Blaue Figürchen. Ein Schuh. Ah, jetzt weiß ich auch, was ich eben wegschmeißen kann. Den würde ich nämlich gerne mitnehmen. Kann ich die rausreißen? Ich kann die kaputt machen. Und ich kann die Bretter sogar mitnehmen. Warte mal, sind das Waffen? Ich habe ein Schild. Die werden als Waffe angezeigt. Ich muss immer noch das eine finden. Also den einen Typen und ihn erlösen. Hallo? Kaputt. Ich denke mir gerade, warum ist mir nicht einfach? Schönes Bild. Er hat sicherlich eine glückliche Familie gewohnt. Natürlich bleibe ich hier bewaffnet, ne? Es hört sich aber eigentlich nicht mehr so an, als ob hier irgendwas Untotes wäre. Den Verband habe ich natürlich mal direkt benutzt. Jetzt lass mich das doch haben. Ein Löffel. Ist das auch ein Verband? Medizinisches Klebeband. Ja, das ist mein Inventar voll.
Ich habe noch einen Schuh zum Wegwerfen. Nein, das ist das Falsche. Das ist es, was ich haben will. Dann gucken wir noch den letzten Schrank. Ah, da wurde der Wodka für mich auch bewahrt. Ah, schade, leer. Ich finde es geil, dass ich jede Schublade öffnen kann. Ich habe irgendwann da rausgeschlagen. Ich glaube, diese Uhr sagt mir, da kommt gleich was Böses. Ja, mir wurde mit den Kirschglocken gewarnt. Das ist der Zeitpunkt, wo ich verschwinden sollte. Tut mir leid, ich muss nach dem Dude beim nächsten Mal suchen. Aber jetzt wird die Horde kommen. Ich hoffe, ich kann hier runterklettern. Kann ich eigentlich auch. Ne, wahrscheinlich muss ich generell dafür zurück. Ich halte die Axt in der Hand. Warte mal. Das ist die Tür. Ich kann die Mission auch eben schnell erfüllen. Dann erfüllen wir mal unsere Mission. Wo ist der Kerl? Komm her! Okay, hab den Scheißring weg hier! Brauch ich meine Axt? So, machen wir, dass wir hier wegkommen. Ich hatte die Hand. Ne, ich hatte jetzt gerade sicherheitshalber in einer Hand. Und renn jetzt mal. Ich glaube, das Windspiel ist mittlerweile auch egal. Ich glaube, ich muss unten raus. Fuck. Nein. Machen wir, dass sie hier wegkommen, bevor die Hölle losbricht. Wo man schon von redet. Bin ich froh über diese Axt, ey. Da sind die nächsten zwei. Da sind die nächsten drei. Und meine Axt ist fast Fratze. Habe ich nicht gesagt, die erst... So,
Zum Glück sind die dämlich. Weil jetzt die Knarre. Na gut, hier geht's raus. Jetzt lass los. One. Jetzt! Ich renn einfach. Renn. Scheiß auf alles. Jetzt! Ich glaube, ich bin gestorben. So Leute, ich habe nur ganz knapp überlebt. Ohne Scherz. Ich bin einmal gestorben und danach direkt die Hölle auf Erden. Leute, ich mache hier jetzt einen Cut. Also, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, dass ihr Spaß mit der Folge hattet. Wir verwerten das Zeug auch erst mit der nächsten Folge. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Ciao, ich brauche jetzt wirklich erstmal eine Pause.